Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zur Transferforum Cybersecurity, neue Herausforderungen durch Digitalisierung. Mein Name ist Ingmar Baumgart. Ich leite hier am FZI das Kompetenzzentrum IT-Sicherheit und darf die heutige Session hier moderieren und gleich noch einen kurzen Einführung geben. Ich freue mich sehr, dass wir viele spannende Vorträge in der Session haben. Eine Sache noch kurz vorweg. Diese Session wird hinsichtlich Video und Audio aufgezeichnet. Das heißt, wenn es nachher Rückfragen von den Zuschauern gibt, können die entweder per Chat gestellt werden. Ich würde die dann vorlesen. Der Chat wird nicht aufgezeichnet. Oder wer lieber gerne das per Audio stellen möchte und damit einverstanden ist, dass das Ganze aufgezeichnet wird, kann sich auch entsprechend mit Handzeichen melden und wir können dann auch das Audio zulassen. Zum Ablauf, nach meiner kurzen Einführung haben wir dann vier Impulsvorträge. Nach jedem Impulsvortrag haben wir dann kurz Zeit für ein, zwei Fragen direkt zu dem Vortrag, dann per Chat. Und je nachdem, wie diszipliniert wir mit der Zeit sind, haben wir gegen Ende dann vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, wenn noch weitere Fragen offen sind, dann nochmal an alle Referenten eine Frage zu stellen. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Referenten im Nachgang dann direkt nochmal zu kontaktieren, wenn da nochmal Interesse an einem ausführlicheren Austausch besteht. Ja, ich glaube, ich muss nicht da viel dazu sagen, dass die Digitalisierung allgegenwärtig ist und all unsere Lebensbereiche und Anwendungsdomänen durchdringt. Das sind jetzt hier mal nur ein paar Domänen, in denen wir am FZI in den letzten, ja, jetzt schon Jahrzehnten Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen oder in denen wir auch angewandte Forschungsarbeiten vorantreiben, von Automation über Energie und Mobilität, um nur ein paar zu nennen. Und natürlich bietet die Digitalisierung hier viel Potenzial und eröffnet neue Möglichkeiten. Aber gleichzeitig bringt Digitalisierung natürlich auch gewisse Risiken mit sich. Wir haben deshalb vor einigen Jahren am FZI mit Unterstützung des Landes das Kompetenzzentrum IT-Sicherheit gegründet, um uns auch verstärkt dem Thema IT-Sicherheit oder Cybersecurity zu widmen. Und seit der Gründung des Zentrums haben wir uns auch immer wieder verschiedenste IoT-Produkte im weiteren Sinne angeschaut, also beispielsweise im Kontext Energie, aber auch verschiedene Produkte im Automotive-Kontext oder im Smart-Home-Bereich. Um einfach mal ein ganz kurzes Beispiel zu nennen, wir haben uns in einem Projekt 10 Energiespeicher angeschaut für Privathaushalte, also letztendlich einen größeren Akku, den man in seinen Keller hängen kann, um Energie von der PV-Anlage vom Dach zwischenzuspeichern. Haben uns im Rahmen von dem Projekt entsprechend diese Produkte auf Sicherheitslücken untersucht. All diese Produkte hatten eine Internetanbindung. Und was wir festgestellt hatten, dass eigentlich in allen Produkten mehr oder weniger schwere Sicherheitslücken vorhanden waren, insbesondere auch im Hinblick auf Datenschutzthematiken. Bei mehreren dieser Geräte war es aber auch möglich, dass ein Angreifer die Kontrolle über die Geräte vollständig aus der Ferne übernehmen konnte. Und oft waren wirklich ganz grundlegende Schutzmechanismen nicht richtig umgesetzt. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass IT-Sicherheit immer ein Risikomanagement-Thema ist. Es gibt keine 100% sicheren Produkte. Und man muss sich natürlich auch überlegen, wie viel muss man in die Absicherung dieser Produkte investieren und wie hoch ist das Schadenspotenzial? Aber gerade jetzt hier im Energiekontext sieht es durchaus so aus, dass diese Energiespeicher, wenn sie eine zunehmende Verbreitung erhalten in den nächsten Jahren, auch eine potenzielle Gefahr für die Netzstabilität darstellen könnten, wenn ein Angreifer jetzt all diese Geräte auf einen Schlag kontrollieren kann und dann beispielsweise gleichzeitig Energie ins Stromnetz einspeisen oder entnehmen kann.
Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Wir haben uns, wie gesagt, schon noch verschiedenste andere Produktkategorien angeguckt. Gerade schauen wir uns auch Geräte im Kontext der Notfallmedizin beispielsweise an. Und wir sehen eigentlich immer wieder die gleichen Herausforderungen. Das heißt, Digitalisierung bietet viele tolle Möglichkeiten, erfordert aber auch, dass man sich mit dem Thema Cybersecurity befasst und ist einfach eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und sichere Digitalisierung von Produkten. Warum ist es denn überhaupt so relevant, wenn wir jetzt hier von IoT-Produkten im weiteren Sinne sprechen? Also unter IoT-Produkten oder Cyber-Physical Systems sehe ich jetzt wirklich weit gefasst jegliche Form von eingebetteten Systemen, die irgendwie mit der Umwelt interagieren und die miteinander vernetzt sind. Egal, ob das jetzt im Smart Home ist, in meinem Fahrzeug oder in der Produktionsanlage. Die größte Herausforderung entsteht natürlich durch die Netzwerkschnittstellen. Ziel des Internet of Things war es ja gerade, die ganzen Dinge an das Internet anzuschließen. Eröffnet dadurch viele Möglichkeiten, aber schafft natürlich auch eine enorm vergrößerte Angriffsfläche. Dadurch, dass wir Systeme, die vorher isoliert waren, jetzt plötzlich an das Internet anbinden, ist es für einen Angreifer, je nachdem, wie die Absicherung realisiert ist, gegebenenfalls weltweit möglich, auf solche Systeme zuzugreifen. Und ergibt natürlich ein ganz anderes Bedrohungspotenzial, als wenn ich beispielsweise in meiner Produktionsanlage zuvor mich nur darum kümmern musste, ob jemand physisch Zugriff auf meine Anlage erhält. Der zweite wichtige Aspekt ist, diese eingebetteten Systeme interagieren mit ihrer Umwelt über Sensorik und Aktorik. Und durch Sensorik kann ich beispielsweise privatsphärenrelevante Daten erfassen. Das heißt, wenn ein Angreifer diese Systeme übernimmt, habe ich ganz schnell eine Privacy-Herausforderung. Und durch die Aktorik kann dieses System natürlich auch die Umwelt beeinflussen, ob das jetzt mein Fahrzeug ist oder meine Produktionsanlage, mein Roboter. Dadurch ergeben sich dann direkt Safety-Implikationen für Mensch und Umwelt. Und ich glaube, das sind auch so die beiden wichtigsten Aspekte. Ich habe jetzt eingebettete Systeme, die agieren mit der Umwelt, die nehmen privatsphärenrelevante Daten auf, die interagieren mit dieser Umwelt und sind weltweit vernetzt und damit auch für den Angreifer potenziell erreichbar. Ein weiterer Aspekt ist, dass in vielen Fällen es für den Angreifer relativ leicht möglich ist, Angriffe zu skalieren. Das heißt, ich habe eine große Anzahl von gleichen Geräten, die über das Internet verfügbar sind, die gegebenenfalls die gleiche Lücke haben. Und dann wird es sehr leicht möglich, all diese Geräte parallel anzugreifen. Und letztendlich habe ich noch die Herausforderung, je nach Anwendungsdomäne haben diese Produkte eine sehr lange Produktlebenszeit. Das heißt, ich muss auch über den ganzen Lebenszyklus hinweg mich darum kümmern, wenn gegebenenfalls Sicherheitslücken bekannt werden, entsprechend Over-the-Air-Updates bereitzustellen, was natürlich auch mit signifikanten Kosten verbunden ist. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, schon unterschiedlichste Produkte angeschaut und es gibt wirklich eine ganze Reihe an Fehlern, die wir immer wieder entdeckt haben. Das sind so typische Dinge wie unsichere Firmware-Updates, dass da keine richtige Authentifizierung erfolgt ist. Insgesamt bei Netzwerkkommunikation, dass wir keine richtige gegenseitige Authentifizierung haben. Also dass beispielsweise, wenn ich TLS einsetze, Zertifikate nicht richtig geprüft werden oder nur von einer Seite geprüft werden und ich keine gegenseitige Authentifizierung habe. Passwörter sind auch ein sehr leidiges Thema, dass wir immer wieder einerseits schwache Passwörter entdecken oder natürlich auch Passwörter, die direkt in der Firmware ausgeliefert werden und dann gegebenenfalls ausgelesen werden können, auch nicht mehr state of the art sind. Und klar, Entwicklung von Software ist komplex und fehleranfällig. Viele Schwachstellen, die wir entdeckt haben, sind auch einfach Implementierungsfehler. Wir haben jetzt zu diesen ganz typischen Schwachstellen, die wir immer wieder entdeckt haben, ein White Paper geschrieben, das hier auch kurz abgebildet ist, für jemand, der einfach mal
ja, noch am Anfang steckt und IoT-Produkte entwickeln möchte, um mal so für die gröbsten Schnitzer sensibilisiert zu werden und eine erste Anlaufstelle zu bekommen. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, das ist ein sehr komplexes Thema und es ist sehr leicht, ja auch Fehler zu machen. Wenn es in die Richtung Fragen gibt, stehen wir natürlich auch da als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Jetzt ist es aber nicht die einzige Herausforderung, sondern wir haben ja auch noch neue technologische Entwicklungen, die das Ganze noch erschweren. Ich habe jetzt hier beispielhaft nur mal zwei genannt. Das eine ist die Entwicklung der Quantencomputer. Auch dazu haben wir jetzt im Folgenden dann gleich zwei Impulsvorträge. Das heißt, viel möchte ich dazu gar nicht sagen, außer dass eben Quantencomputer in Zukunft eventuell eine ernsthafte Bedrohung für gewisse kryptografische Verfahren darstellen können und dass wir jetzt uns schon Gedanken darüber machen müssen, wie wir das in Zukunft adressieren. Und ein anderer großer Themenblock ist natürlich die Entwicklung hinsichtlich künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz bietet natürlich ein gewisses Potenzial, auch um Systeme abzusichern, aber auch wieder eine ganz neue Angriffsfläche. Das heißt, Systeme, die Machine Learning-Verfahren einsetzen, können auch wieder angegriffen werden, also sogenanntes Adversarial Machine Learning. Das ist jetzt kein Thema, was wir, glaube ich, heute hier in der Session explizit adressieren, was zum Teil aber auch in anderen Sessions schon angeklungen ist. Das heißt, auch diese neuen technologischen Entwicklungen, die erstmal viel Potenzial bieten, können hinsichtlich der Security auch erstmal wieder neue Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, wenn wir das Thema Cybersecurity angehen möchten, müssen wir insbesondere auch schauen, was haben wir an neuen Technologien, Methoden, Prozessen, um die Entwicklung von sicheren Produkten für die betroffenen Unternehmen möglichst einfach zu gestalten. Security ist ein sehr komplexes Thema, auch auf unterschiedlichsten Ebenen ansetzen muss. Das fängt bei der Hardware an, geht über die Software, aber auch natürlich die Prozesse und den Faktor Mensch. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt auf die folgenden Impulsvorträge, die alle auf unterschiedlichen Ebenen an dieser Thematik ansetzen und vielleicht auch erste Impulse geben, wie wir denn mit den Herausforderungen, die wir in Zukunft sehen werden, umgehen können. Wir haben jetzt, wie gesagt, vier kurze Impulse. Ich möchte jetzt auch gar nicht dann immer viele Worte verlieren. Ich bitte einfach dann die jeweiligen Referenten, die Folien dann schon mal aufzulegen. Der erste Vortrag ist von Klaus Bechtold. Klaus Bechtold hat in Karlsruhe studiert und ist Geschäftsführer von Rainer SCT, ist Projektpartner von unserem FZI im Projekt Quantum Leap und wird uns in seinem Vortrag jetzt einen kurzen Impuls geben zum Thema die Bedeutung von quantencomputerresistenter Kryptographie bei Rainer SCT. Ja, vielen Dank. Dann werde ich auch gleich übernehmen und meinen Bildschirm teilen. So, Sie müssten meinen Bildschirm sehen. Und ich müsste mit dem Vortrag beginnen können. Also auch meinerseits ein herzliches Willkommen zur heutigen Veranstaltung. Das Thema wurde schon genannt, Postquantenkryptographie im Hause Rainer SCT. Kurz zu Rainer SCT. Wir haben in diesem Jahr unser 25-jähriges Bestehen. Wir sind ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern in Furtwangen im Herzen des Südschwarzwaldes. Und erlauben Sie mir zwei Folien zu unseren Produkten. Falls Sie wirklich sicheres Online-Banking betreiben, sollte Ihnen das eine oder andere dieser Produkte schon bekannt sein. Unsere Chipkarte-Leser werden allerdings auch im Umfeld von elektronischem Personalausweis und der E-Akte verwendet. Das heißt, Anwälte oder Notare kennen uns gegebenenfalls im Zusammenhang mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach.
Weitere Produkte sind unsere TOTP-Authenticator für eine Multifaktor-Authentisierung, weil eben, wie schon angesprochen, Passwort sicherlich nicht das Nullplusultra für die Sicherheit ist. Und hier geht es nicht nur um private Accounts wie Google, Amazon, PayPal, Facebook abzusichern, sondern vor allem bei Firmen um VPN-Zugänge oder auch Office 365 mit Zwei-Faktor-Authentisierung zu sichern. Darüber hinaus haben wir bei Rana STT noch ein Timecard-System, ein komplettes Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem. Heute nun, wie schon angesprochen, ein paar Worte zum Thema Post-Quantenkryptographie und zwar im Umfeld von Embedded Systems. Seit Ende 2020 dürfen wir gemeinsam mit dem FCD, der Adruvia und SAC an einem Forschungsprojekt arbeiten, die Bezeichnung Quantum Leap, bei dem wir als Rainer STT das Augenmerk auf Post-Quantenkryptographie-Verfahren zur Verwendung in ressourcenlimitierten Hardware legen, also sprich tatsächlich in Chipkartenleser, TAN-Generatoren, aber auch direkt in der Smartcard an sich. Das Projekt läuft noch bis Ende 2023 und hier möchte ich die ersten Zwischenergebnisse aufzeigen. Im ersten Schritt ging es darum, im Finanzbereich das Umfeld zu analysieren, welches durch den Einsatz von Quantencomputer einem höheren Angriffsrisiko ausgesetzt ist. Sie sehen die untersuchten Systeme, die Komponenten und die Verfahren. Das Resultat war allerdings recht ernüchternd. Nicht in Bezug auf die Sicherheit oder einer zwingenden Migration. Vielmehr wird in nahezu allen Banking-Prozessen symmetrische Kryptographie eingesetzt, welche grundsätzlich quantencomputerresistent eingestuft ist. Somit hätten wir an der Stelle das Projekt eigentlich bereits beenden können. Aber bei unseren Lesern im Einsatz von Online-Banking werden die Transaktionsdaten vertrauenswürdig im Display angezeigt. Auf diese Anzeige stützt sich die Sicherheit im ChipTAN-Verfahren, da die angezeigten Daten vom Leser in die Generierung des Transaktionskryptogramms mit eingesteuert werden. Sollte es nun einen Angriff, zum Beispiel eine Man-in-the-Middle-Attacke geben, so würde auch im Leserdisplay die verfälschten Daten angezeigt, zum Beispiel eine falsche IBAN oder ein anderer Betrag. Und der Anwender kann dies erkennen und kann den Vorgang damit unterbinden. Um nun die Applikation aktuell zu halten, haben wir eben einen Secure Firmware Update implementiert. Wie es ja auch gerade angesprochen wurde, ein Update-Verfahren ist zwingend notwendig und dieses Verfahren sollte sicher sein. Und hier kommt ein asymmetrisches Kryptographieverfahren zum Einsatz, welches eben durch die Verwendung von Quantencomputer als gefährdet eingestuft werden kann. Falls das Firmware Update angegriffen wird, ist auch das komplette Banking-Verfahren als unsicher zu bewerten, weil eben dann die authentische Anzeige des Displays nicht mehr gewährt werden kann. Und damit haben wir unseren Anwendungsfall für die Fortsetzung des Post-Quanten-Krypto-Untersuchungen gefunden. Das heißt, im nächsten Schritt haben wir die Einflussfaktoren bei der Auswahl eines PQC-geeigneten Signaturverfahrens extrahiert. Die Parameter des Embedded Systems und auch die gewünschten Funktionen wie ein Verify, ein Verify Sign und eben auch ein Generate. Und mit einer Test-Hardware, bei der wir unseren besten Cortex-M7-Controller verwendet haben, mit 1 MB RAM, 1 MB Flash, einer DSP und Floating Point Unit, die Bedarfe getestet. Hier mal als Beispiel die Übersicht bei Verwendung von Falcon 1024 und Falcon 512 Algorithmus. Hier kommen wir auf 40 bis 80 Kilobyte für den Stack, also sprich den RAM-Bedarf, und ca. 65 Kilobyte Speicherbedarf für den Code, die Konstanten und die Schlüssel. Und dies ist in einem Cortex-M7, wie oben beschrieben, grundsätzlich implementierbar. Aber in unseren normalen USB-Geräten sind die Voraussetzungen deutlich eingeschränkter. Wir haben 256 Kilobyte Flash, wobei die Hälfte für den Update-Prozess an sich benötigt wird und etwa 16 Kilobyte RAM. Und wenn man an eine Chipkarte denkt, können die Flash- und RAM-Kapazitäten noch deutlich kleiner sein.
Somit wird es mit der Implementierung des Falken-Algorithmus sehr eng werden. Die bisherigen Verfahren, die wir verwenden, also RSA oder ECC, stellen kein Ressourcenproblem dar. Bei den weiteren Untersuchungen haben wir uns neben den gitterbasierten auch hashbasierte PQC-fähige Signaturverfahren angeschaut, also ein LMS oder ein XMMS. Hierbei handelt es sich um Einmalsignaturen, welche durch das Mergelbau-Prinzip vervielfacht angewendet werden können. Und falls hier jetzt Fragen entstehen zur Funktionsweise oder Mathematik, möchte ich gleich auf den nachfolgenden Vortrag bzw. auf die Person verweisen, nämlich Vasili oder auch Roland vom FZI. Die können Ihnen die Mathematik und die tatsächliche Funktionsweise deutlich besser erklären als ich. Die Vorteile wiederum für stark limitiert embedded Systeme sind sehr deutlich, da eben die Firmware und Signaturdaten via Streaming übertragen werden können. Das heißt, neben der Firmware können auch die einzelnen Hashblätter nach und nach gestreamt werden. Somit kann der notwendige RAM-Bereich sehr, sehr klein gehalten werden. Und auch der Source-Code für die Hash-Algorithmen, welcher ja im Flash unterzubringen ist, ist sehr überschaubar. Weiterhin handelt es sich um seit Jahren bekannte, zugelassene Hash-Verfahren, was eine spätere Zertifizierung der Geräte deutlich erleichtern wird. Nachteilig ist, dass die Anzahl der möglichen Signaturen bereits vorab festgelegt werden muss, ebenso wie die entsprechenden Strukturen. Und die Laufzeit des Signaturvorgangs an sich muss auch beachtet werden. Wenn man von mehreren tausend Signaturen ausgeht, dann müsste eine sehr große Baumstruktur aufgebaut und diese bei jeder Signaturerzeugung komplett gerechnet werden. Damit könnte es zu Laufzeiten von mehreren Stunden pro Signatur kommen. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, mit geschickten Vorausberechnungen auf PC zum Beispiel zu optimieren, ohne die Sicherheit einzubüßen. In unserem speziellen Fall der Firmware-Signatur sprechen wir aber von maximal vielleicht 100 Signaturen. Denn wenn unser Gerät innerhalb der Lebenszeit mehr als 100 Updates benötigt, wäre wohl die Konzeption nicht ganz die richtige. Damit ist die Laufzeit der Signaturerstellung aber eher wieder im Sekundenbereich. Weiterhin erfolgt die Signaturerstellung ja bei uns im Hause und nicht beim Kunden, sodass die Laufzeit in dem Anwendungsfall auch nicht ganz entscheidend ist. Als Signaturerstellungseinheit verwenden wir bei uns momentan eine Smartcard und legen diese auch physisch im Tresor ab. Die Freischaltung erfolgt über ein Vier-Augen-Prinzip. Und dieses Verfahren würden wir auch gern bei PQC-geeigneten Signaturen beibehalten. Das heißt, wir hätten gern alle drei Funktionen, das Generate, das Sign und das Verify, als PQC-Verfahren realisiert. Im Feld, das heißt im Leser, ist ja nur das Verify entscheidend. Unsere nächsten Schritte in diesem Projekt: Wir möchten die Implementierung des LMS-Verfahrens in einem Cortex-M3 und auch in einem Cortex-M0 testen. Hier mal dargestellt, unsere Hardware. Und wir werden auch einen Implementierungstest von LMS in eine Smartcard mit den Funktionen Generate und Verify und Sign durchführen, damit wir eben die sichere Speicherung der Verwendung der Keys unserer Geräte auf dem hohen Niveau einer im Tresor lagernden Karte belassen können. Ja, das war eigentlich schon der kurze Impuls meinerseits und zeigt eben, dass ein Firmware-Update durchaus ein Gefahrenpotenzial in Zukunft darstellen könnte, wenn denn ein Quantencomputer sich dieses Verfahren ermächtigen wird. Damit bin ich auch schon durch mit meinem Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag. Ich gucke gerade mal in den Chat, ob es jetzt schon direkt eine erste Frage dazu gibt. Also wer direkt hierzu eine Frage hat, kann gerne jetzt schon mal in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich sagen, machen wir, solange da keine Frage kommt, direkt mit dem nächsten Vortrag weiter, der nahtlos daran anschließt. Vortrag ist von Vasili Beskonvainov, hier Mitarbeiter am FZI. Er hat auch hier in Karlsruhe Informatik studiert
und befasst sich in seiner Forschung unter anderem mit dem Thema Postquantenkryptographie, arbeitet auch im Projekt Quantum Leap mit Klaus Bechtold zusammen und wird jetzt nochmal ein bisschen anderen Perspektive auf das Thema geben. Du bist noch stumm geschaltet? Ja, jetzt sollte das klappen. Ist ein bisschen ausgefahren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bechtold, vielen lieben Dank für diesen Beitrag. Mit meinem Vortrag werde ich versuchen, die Inhalte zu ergänzen, was die Ergebnisse und die Arbeit im Projekt Quantum Leap angeht, um so ein bisschen den Spektrum oder das Spektrum an Herausforderungen, denen man bei der ganzen Geschichte mit den quantencomputerresistenten Verfahren begegnen wird, zu erzählen und auch so ein bisschen versuchen, an die Hand zu legen, was für Lösungen wir uns dazu überlegen, wie man an diese Herausforderung rangehen kann. Um so auch direkt anzuknüpfen, Herr Bechtold hat ja Ihnen schon gesagt, dass der Anwendungsfall der Firmware-Updates durchaus eine Gefahr darstellen kann, wenn Quantencomputer da sind. Ich würde das gern sogar noch weiter betonen und noch darüber hinausgehen und sagen, dass es tatsächlich eigentlich der erste Anwendungsfall eigentlich sein sollte, bei dem man auf quantencomputerresistente Kryptographie migrieren sollte und umsteigen sollte. Denn gehen wir mal von einem hypothetischen Fall aus, dass morgen schon Quantencomputer da sind, dann sollten im Idealfall bereits zumindest die Update-Prozesse für die Firmware und Software schon auf die neue Kryptographie umgestiegen worden sein. Aber ich greife vorweg, bei mir gibt es jetzt um andere Sachen, die so ein bisschen darüber hinausgehen, die aber ebenfalls ein Problem darstellen werden, auch im Bereich der der Firmware-Updates zum Beispiel. Denn das, was Ihnen Herr Bechtold erzählt hat, ist ja ein Zwischenschritt, bei dem wir uns gerade befinden. Sie sehen schon, es geht hier bei 3 und 4 los. Ich hätte eigentlich noch lieben gern etwas über die ersten Schritte erzählt, die wir gehabt hatten mit der Anforderungsanalyse bei der Protokolllandschaft in der deutschen Kreditwirtschaft. Dort haben wir aufgenommen, welche Kryptographie überhaupt zum Einsatz kommt und haben so ein bisschen ja Threat-Modeling betrieben und versucht, die anfälligen Komponenten zu identifizieren, bei denen man auf die neue Kryptographie umsteigen muss. Jetzt, um den Rahmen nicht zu sprengen, konzentriere ich mich auf die Sachen, die aktuell anstehen und noch weiter in der Zukunft liegen. Und das eine sind die Prototyparbeiten. Und Herr Bechtold hat Ihnen erzählt, dass man gerade vor der Herausforderung steht, ein Verfahren überhaupt auf ein Gerät zum Laufen zu bekommen. Weiter darüber hinaus stellt sich ja natürlich eine weitere Frage, das möglichst optimal darauf zum Laufen zu bekommen. Und wenn man damit fertig ist, ist die Geschichte ja noch nicht vorbei. Ein Verfahren, was implementiert und ist und auf einem Gerät läuft und auch optimal läuft, sollte natürlich auch sicher implementiert worden sein. Und dazu spielt der notwendige Schritt der Seitenkanalanalyse mit rein. Sicherlich nicht überall. Eine Gefahr hängt natürlich vom Angreifermodell ab, welches man zugrunde legt. Und wenn man es irgendwann mal geschafft hat, ein Verfahren zum Laufen zu bekommen und es auch als sicher zu implementieren, dann hat man natürlich den nächsten Schritt mit der Migration, um diese Implementierung tatsächlich auch in die Produkte einzusetzen und beim Kunden auszurollen oder auch im eigenen Unternehmen. Und wie wir uns das vorstellen, was für Herausforderungen wir dabei sehen, darum soll es hier auch im Weiteren gehen. Zuerst würde ich aber gerne mal die Seitenkanäle aufgreifen, was das denn eigentlich ist, um das auch ein bisschen mal greifbarer zu machen. Es existiert eine ganze Reihe von verschiedenen Seitenkanälen. Warum ist das so? Nun, in der Kryptographie muss man sich das so vorstellen, dass es da in der theoretischen Kryptographie zumindest Wissenschaftler gibt, die sitzen am Whiteboard, so wie hier bei meinem Whiteboard, und malen Kästen drauf, schreiben Pseudocode für die kryptografischen Verfahren in verschiedenen Schritten, dass da irgendwelche Zwischenergebnisse gemacht werden, dann wird ein Pfeil gezeichnet und das ist letztendlich der Kommunikationskanal. Da geht halt irgendeine Nachricht da durch. Ja.
Jetzt ist es so, dass bei der quantencomputerresistenten Kryptographie man ja bereits im Standardisierungsprozess ist und dieser Standardisierungsprozess ja schon eine Weile läuft. Die meisten Verfahren, die jetzt noch übrig sind, anfangs, die bei der NIST in der Standardisierung eingereicht worden sind, waren so ungefähr 70 Verfahren, würde ich mal, wenn ich mich recht erinnere. Aktuell sind es nur eine Handvoll, die übrig geblieben sind. Und das nur, weil im Zuge von mehreren Jahren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die theoretischen Grundlagen für diese Verfahren auf Sicherheit untersucht haben, die Mathematik, die dort zugrunde liegt. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Verfahren ausgesiebt worden sind. Und die, die jetzt noch übrig bleiben, für die stellt sich jetzt noch die Frage, nachdem man ja hinreichend genug auf die theoretische Sicherheit untersucht hat, wie sieht die praktische Sicherheit von diesen Verfahren aus? Und da kommen die Seitenkanäle mit ins Spiel. Denn so ein Verfahren in der Realität läuft ja auf einem Gerät, irgendwo auf einem Chip. Und da ist es, die realen Begebenheiten sind nun mal so, dass diese Berechnungsschritte, die man in der Theorie im Zuge von einem Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt hinschreibt, dort ja durch die Logik in den Chips realisiert sind. Und das führt dann häufig dazu, dass man unterschiedliche Informationen aus der Umgebung ableiten kann, die bei der Berechnung bei den kryptografischen Berechnungen dann entstehen. Eins davon ist letztendlich die Leistungsaufnahme des Geräts. Ein anderes ist zum Beispiel die Timing-Information in der Berechnung von verschiedenen Zwischenschritten. Dann, wir wissen ja, haben ja viel mitbekommen über Spectre und Meltdown, dass es da auch Probleme gibt der Seitenkanäle, wenn gemeinsamer Speicher genutzt wird, dass es da zu Problemen führen kann und. Darum soll es jetzt erstmal hier nicht gehen, denn ich würde gern den einfachsten oder den naheliegendsten und den häufigsten Seitenkanal präsentieren, der eigentlich auch viel auch in der Literatur zu finden ist. Und das ist der Seitenkanal der elektrischen Leistungsaufnahme. Der Hintergrund davon, warum oder zum erstmal, was ist denn eine elektrische Leistung, die da erbracht wird? Ein Gerät ist ja irgendwie wird ja mit Strom versorgt. Bestimmte Logikprozesse, um zum Beispiel damit Transistoren halt überhaupt schalten können. Und jetzt hat man das Problem bei der CMOS-Transistortechnologie, dass sie zwar im Ruhezustand, also wenn keine Logikschaltungen gerade passieren, eine konstante Leistungsaufnahme haben. Allerdings, wenn Schaltungen in der Logik passieren, dann entsteht auch Wärme. Das heißt, da muss auch Leistung wieder zugeführt werden, weil man dadurch ja durch die Wärme ja Energie abgibt, muss dann wieder Energie zugeführt werden. Entstehen Leistungsspitzen in der Stromaufnahme. Und diese Leistungsspitzen kann man messen. Und ich glaube, das beste Beispiel, was mir bisher eingefallen ist, ohne jetzt tief ins Detail bei den kryptografischen Verfahren zu gehen, ist es, wenn man den Beispiel von einem TV-Signal anguckt. Da hat man ja schon im Zuge von Smart Meter Debatte schon viele Papiere mitbekommen, dass man anhand von der elektrischen Leistungsaufnahme schon erkennen kann, was für ein Film eigentlich auf dem Gerät läuft. Und das Gleiche ist auch hier. Jedes kryptografische Verfahren hat irgendwie so einen gewissen Fingerprint in der Leistungsaufnahme und den kann man erkennen. Das hier so ein Beispiel, wo Sonden an das Board angebracht worden sind, um über Oszilloskop diese Leistungsaufnahme eben zu messen. Und das ist ein Beispiel, wo mehrere tausend Messungen übereinander gelegt worden sind bei dem Verfahren Kyber. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Tatsächlich hat man hier eine Softwareimplementierung sich angeschaut, ob es denn irgendwelche, um die Nullhypothese zu prüfen, dass für verschiedene Eingaben es keine sonderlichen Leistungsspitzen gibt, die tatsächlich verraten würden, was für eine Eingabe da eigentlich bei dem kryptografischen Verfahren eingegeben worden ist. Und wenn sich das alles wie weißes Rauschen verhält
und sich bestimmte Eingaben sich nicht sonderbar hervortun, hat man eigentlich gar keine Informationslecks. Und hier hat man eigentlich gesagt, man hat keine Informationslecks und hat das mit diesem Bild begründet und mit den Daten. Und da sind wir gerade in dem Projekt auch mit der SRC zusammen in Diskussion getreten, ob das denn tatsächlich so ist oder ob da einfach nicht ganz genau geguckt worden ist. Das ist tatsächlich aus einer Arbeit von 2021 oder 2022. So. Genau, Seitenkanäle sind wichtig, damit ich jetzt weiterkomme zu der Kryptoagilität. Bin ein bisschen ins Quatschen geraten. Die Kryptoagilität. Steht hier nichts davon. Um die Kryptoagilität haben viele von euch schon mal gehört, den Begriff, aber man kann sich wenig darunter vorstellen. Und das ist geht nicht nur Ihnen so, sondern geht auch vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen so, die in der Literatur auch dem Begriff begegnen, wo versucht wird zu erklären, was es eigentlich ist. Aber man über Prosa-Erklärungen in mehreren Paragraphen nicht darüber hinausgeht, um den Begriff besser zu spezifizieren, was es eigentlich ausmacht. Und es gibt selbst auch in der wissenschaftlichen Literatur einfach unterschiedliche Meinungen, was es sein soll. Das vorherrschende Verständnis für Kryptoagilität ist letztendlich, wenn etwas kryptoagil sein soll, dann ist der Austausch der Kryptographie im Extremfall einfach ein Drop-in-Replacement sozusagen. Man tauscht einfach den Code für das Verfahren aus und alles funktioniert wunderbar. Das heißt, das ist so der Idealfall. In der Realität ist natürlich alles nicht so einfach und insbesondere auch schwer zu bestimmen, wann denn etwas kryptoagil ist. Und ich werde versuchen, darzulegen jetzt, dass vielleicht der Begriff der Kryptoagilität nicht der beste Begriff ist, um diese Thematik darzulegen und sie auch zu lösen. Und ich würde gerne motivieren, das Ganze eher Migrationsagilität zu nennen. Denn auch der Begriff der Kryptoagilität, der behandelt ja den Austausch von Verfahren. Das heißt also, im Endeffekt geht es ja um eine Migration von einem Verfahren zum nächsten. Ist das alles in den Migrationsprozess eingebunden? Und der Migrationsprozess, so ähnlich wie das Vorgehen bei uns in Quantum Leap, setzt sich zusammen aus der Ermittlung des Ist-Zustandes, also der erste Schritt der Anforderungsanalyse, wo man letztendlich auch versucht zu erkennen, was es für Primitiven gerade gibt, die in unserer Anwendungslandschaft laufen und die vielleicht anfällig gegen Quantencomputer sind. Dann hat man den Ist-Zustand ermittelt und man möchte letztendlich irgendwie zu einem Soll-Zustand kommen am Ende, wo man eben diesen Austauschprozess durchgelaufen hat und alles ist gegen Quantencomputer sicher. Und die Kryptoagilität oder die Migrationsagilität ist ja auch dann etwas, was uns jetzt bei dem anstehenden Migrationsprozess, den wir irgendwann machen müssen, gar nicht hilft, sondern das ist etwas, was im Soll-Zustand zu finden sein soll. Wenn wir mit der Migration abgeschlossen sind, sollten unsere Systeme auch migrationsagil sein. Denn es geht letztendlich darum, so ein bisschen aus den Problemen zu lernen, denen man jetzt bei der Migration begegnet, und diese letztendlich versuchen zu beseitigen. Und wenn man das Ganze jetzt etwas allgemeiner betrachtet und sagt, es ist jetzt nicht Kryptoagilität, es ist jetzt Migrationsagilität, das heißt, man versucht, Migrationshemmnisse zu erkennen, daraus zu lernen. Und bei jedem Migrationshemmnis überlegt man sich, kann ich das denn überhaupt beseitigen? Kann ich das für zukünftige Migration vermeiden, dass es mir nochmal ein Problem darstellen wird in der Zukunft? Und da kann man sich vieles dazu überlegen und sicherlich ist dann auch zwar Kryptoagilität damit nicht beschrieben, aber ich möchte hier damit zur Diskussion stellen, dass wenn man mit den Migrationshemmnissen arbeitet und im Idealfall alle Migrationshemmnisse bei der anstehenden Migration identifiziert und für sie auch dokumentiert hat, wie man sie lösen kann, dann hat man auch automatisch die Kryptoagilität damit mit abgehandelt. Denn ein Problem, was der Kryptoagilität im Wege steht, wird letztendlich auch ein Migrationshemmnis sein. Es wird aber hauptsächlich irgendwas Kryptographie-spezifisches sein, was ich Ihnen aber leider nicht erklären kann, denn es gibt leider keine eindeutige Formulierung des Begriffs Kryptoagilität. Das heißt, wenn Sie dem Begriff irgendwann mal nochmal begegnen, versuchen Sie es vielleicht sich lieber als Migrationsagilität vorzustellen, denn aus meiner Sicht ist das alles einfacher. So, um jetzt den Rahmen nicht noch weiter zu sprengen, würde ich gerne auch mich den Fragen stellen und hier somit abschließen. Super, vielen Dank, Vasili, für deinen Input. Das heißt jetzt einfach in die Runde nochmal die Frage, gibt es
hier Fragen, entweder zu dem Thema Postquantenkryptographie oder auch Seitenkanalangriffe, Kryptoagilität oder Migrationsagilität, dann einfach jetzt eine kurze Nachricht in den Chat. Oder haben wir jetzt alle Teilnehmer vielleicht mit dem Postquantenkrypto-Thema zu sehr abgeschreckt? Dabei sind wir gar nicht in die Mathematik eingestiegen. Also noch sehe ich hier gerade keine Nachricht. Ich würde einfach sagen, wir machen dann jetzt weiter, weil wir ja auch einen recht straffen Zeitplan haben, den wir aktuell noch gut einhalten. Also da auch an alle Referenten vielen Dank, das ist so diszipliniert knapp. Der nächste Vortrag ist von Fabian Mackenthun. Er hat in Hamburg und Lüneburg studiert, ist jetzt Senior Principal Program Manager at NXP und wird uns einen Vortrag halten zum Thema Recovery und Damage Control. Und ich freue mich schon auf den Vortrag. Ja, vielen Dank. Noch kann ich leider keine Slides teilen, weil der Kollege den Bildschirm noch blockiert. Und das Tool mir sagt, dass ich ihn nicht ausschalten darf. Vasili, kannst du die Präsentation beenden? Jetzt sehe ich sie, hier bauen wir das hier besser aus. So, jetzt dürfen alle die österreichischen Alpen sehen und dann hoffentlich auch gleich die erste Slide meiner Präsentation. Ja, sehr schön. Super. Hier kurz wegklicken. Ja, vielen Dank für die Einleitung und die Einladung. Ich freue mich, zumindest virtuell heute dabei sein zu können und beitragen zu können. Hoffentlich schaffen wir es dann im nächsten Jahr auch mal wieder, uns in 3D dann alle auszutauschen. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Wie gesagt, mein Name ist Fabian Mackenthun. Ich bin als Program Manager bei uns hier im CTO Office in Hamburg für unsere Industrial System Innovation Projekte verantwortlich. Und wir haben uns so in den letzten, mittlerweile sind es glaube ich wirklich schon 7 bis 8 Jahre verstärkt mit dem Schwerpunkt Sicherheit in industriellen Anwendungen beschäftigt. Unter anderem auch in ganz vielen deutschen und europäischen Förderprojekten, wie zum Beispiel dem Projekt SysKit, für das ich verantwortlich war, und in dem wir auch mit dem FZI sehr eng zusammengearbeitet haben. Themen waren da wirklich querbeet. Wir haben unter anderem Sicherheitsanalysen von Anwendungsfällen durchgeführt. Wir haben uns Verschlüsselungsalgorithmen für echtzeitfähige Industriekommunikation angeguckt und die versucht zu optimieren in Hardware. Wir haben natürlich Seitenkanalresistenz betrachtet. Das Thema Updatability war immer ein großes Thema. Sicherheit und Datenschutz von Machine Learning-Ansätzen, auch ganz große Frage. Und natürlich auch das Thema, was eben schon angesprochen wurde, Post-Quantum-Kryptographie. Wie kann man zum Beispiel bestehende Systeme dann auch so sicher machen, dass sie auch dann, wenn Quantencomputer zur Verfügung stehen, eventuell noch geupdatet werden können und trotzdem sicher bleiben können. Heute wollen wir aber was anderes sprechen. Ich möchte einen kurzen Impuls zum Thema Recovery und Damage Control geben. Und im Grunde geht es da eigentlich um 2 Fragen. Das erste ist, wie können wir Angriffe erkennen? Und das zweite ist, wie können wir bereits kompromittierte Geräte wieder unter unsere Kontrolle bringen und quasi wieder in einen sicheren Zustand zurückversetzen? Warum tun wir das Ganze? Ich glaube, so eine Slide haben Sie alle mittlerweile schon mindestens dutzendfach gesehen, auf verschiedene Art und Weise. Ich will da gar nicht zu viel darauf eingehen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Anzahl der vernetzten Geräte steigt und die genauen Zahlen werden jetzt je nach Umfrage, je nach Marktforschung und je nach Firma dann mit verschiedenen Geräten und Marktgrößen angegeben. Aber wir können mal davon ausgehen, dass wir in 2025 im Schnitt circa 10-mal so viele vernetzte Geräte auf der Erde haben werden wie Menschen. Also wirklich ein massiv wachsender Markt. Und wir als NXP sehen dabei 4 Hauptsektoren für jedes dieser Smart Connected Devices. Das ist Sense, Think, Connect und Act. Das heißt, ein Gerät muss zum einen natürlich über Sensorik verfügen, um seine Umwelt wahrnehmen zu können. Das kann jetzt in der Medizintechnik ein Glukosemonitoring sein. Das kann bei Ihnen zu Hause die Windmessung für die Rollladensteuerung sein. Oder aber natürlich in der Industrie Sensoren, die dann die entsprechenden Industrieanlagen vermessen und genutzt werden. Das Gerät muss natürlich über entsprechende Rechenkapazitäten und gegebenenfalls Intelligenz verfügen, um die Daten auszuwerten, die da reinkommen. Es muss dann mit benachbarten Geräten und wahrscheinlich auch mit Cloud-Services kommunizieren können. Und es muss natürlich am Ende auch die Ergebnisse der Auswertung irgendwie umsetzen können. Das heißt zum Beispiel dann Insulin in ausreichender Menge und nicht zu viel, nicht zu wenig bereitstellen zu können, die Rollläden hochfahren können bei Ihnen zu Hause
oder die Motoren dann in der Industrieanlage ansteuern. Dabei ist natürlich ganz entscheidend, dass all das auf sichere Art und Weise abläuft. Und das betrifft dann sowohl die funktionale Sicherheit, also Safety, und die IT-Sicherheit, Security. Das ist ja im Englischen immer ein bisschen einfacher zu trennen. Und heute geht es natürlich jetzt eher um die Security. Wo ist da das Problem? Hier können wir uns mal das Backstrom's Law of Cybersecurity ansehen. Rod Backstrom war der erste Director vom US National Cybersecurity Center und der hat drei Sätze definiert. Der erste ist, anything networked can be hacked. Das heißt, alles, was wir vernetzen, kann grundsätzlich erstmal gehackt werden. Davon muss man ausgehen. Und das zweite haben wir eben auf der Slide davor gesehen. Everything is being networked. Das heißt, alles wird heute vernetzt. Und wenn Sie sagen, alles, was vernetzt ist, kann gehackt werden und alles wird vernetzt, dann folgt daraus am Ende des Tages, dass alles angreifbar ist. Und hier sieht man mal ein schönes Beispiel, was zwar kein Chip ist, aber zumindest ein vermeintlich sicheres System, was dann in dem Sinne online gegangen ist und installiert wurde und relativ schnell umgangen wurde von den, ja, die man jetzt hier Angreifern nennt. Das Ganze ist, glaube ich, an der Universität in Bielefeld aufgenommen worden. So. Es gibt immer diese schöne Slide of Fear, wo beliebig viele Beispiele gezeigt werden können. Ich wollte sie eigentlich heute rauslassen, habe aber gestern nochmal geschaut und man sieht hier vom Februar 2022, dass da natürlich jetzt auch wieder Gefahren lauern, dass Warnungen da sind vor Ransomware-Attacken und dass man einfach immer mehr von solchen Attacken sieht und das Ganze definitiv ein ernstzunehmendes Problem ist. Und ja, die Frage ist jetzt, wie läuft eigentlich so eine Ransomware-Attacke ab? Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären im Mittelstand oder in der Großindustrie für eine Produktionsanlage verantwortlich, dann kriegen Sie am Freitag kurz vor Feierabend eine E-Mail, in der ein Erpresser erklärt, dass Ihre gesamten Systeme kompromittiert wurden und die Anlage stillgelegt wird, wenn nicht innerhalb von, sagen wir, 24 Stunden Summe X gezahlt wird. Und um der Vorder- und Nachdruck zu verleihen, wird in der E-Mail bekannt gegeben, dass eine der Produktionslinien in den nächsten Minuten abgeschaltet werden wird. Was tun Sie? Wahrscheinlich würden Sie erstmal hoffen, dass das Ganze nur ein Fake ist und jemand versucht, da mit so einer Zahlung zu bewegen, ohne dass wirklich was passiert ist. Schließlich ist ja die Wahrscheinlichkeit, wirklich einen Angriff zu unterliegen, relativ gering, denkt man. Sie sind aber vielleicht doch ein bisschen nervös und rufen zur Sicherheit nochmal ihren Vorarbeiter an und fragen ihn nach dem Zustand der Anlage. Der erklärt Ihnen dann, dass es gerade ein kleines Problem in einer Produktionslinie gibt, das aber kein Grund zur Sorge ist und man das schnell beheben würde. Wahrscheinlich werden Sie spätestens jetzt dann doch leicht nervös werden. Denn was ist passiert? Die Infektion mit der Malware über eins der Gateways der Anlage ist im Vorfeld unerkannt geblieben. Der Code hat sich dann unbemerkt von Maschine zu Maschine ausgebreitet und die Angreifer haben mit einem Schlag die Konfiguration der betroffenen Produktionslinie gelöscht. Wer solche Anlagen kennt, der weiß, dass das Aufsetzen dieser Systeme dann einige Tage dauert. Das heißt, Sie haben Produktionsausfall, im Zweifel sind die Daten komplett weg und Sie haben wirklich, ja, riesen wirtschaftlichen Schaden. Vielleicht, nachdem wir festgestellt haben, dass der Angriff wirklich echt stattgefunden hat, bezahlen Sie dann sogar die Ransom, um den Rest der Produktion nicht auch noch zu gefährden. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ja reichlich konstruiert. Ist es leider nicht. Wir haben hier in Hamburg bei uns auf einer Straßenseite bei Beiersdorf gesehen, vor einigen Jahren, dass da Riesenproduktionsausfälle waren. Das wurde öffentlich gemacht. Ich glaube, die Leute wurden alle nach Hause geschickt für mehrere Wochen, bis die IT-Systeme wieder liefen. Und das ist wirklich kein Einzelfall. Also man kann davon ausgehen, alle 10 bis 20 Sekunden wird irgendwo auf der Welt eine Firma Opfer von solcher Ransomware-Attacke. Die sind zum Glück nicht immer erfolgreich, aber das stellt ein zunehmendes Risiko definitiv für Produktionsanlagen und IT-Systeme dar. Ja, was kann man tun, um sowas zu verhindern und sich zu schützen? Wenn man dem NIST zuhört, dann sagen die, es gibt drei Dinge, die ein resilientes System ausmachen oder die man dort benötigt. Das eine ist die Prevention, also man braucht Vorsorgemaßnahmen, auf die wollen wir jetzt heute mal nicht eingehen. Dann braucht man Detection als zweites, also Erkennungsmaßnahmen. Das heißt, ich muss eine Möglichkeit haben, den Zustand meiner Geräte überwachen zu können. Das sogenannte Device Monitoring hier auf der Slide. Das kann zum einen lokal auf dem Gerät, aber natürlich auch mit Cloud-Unterstützung erfolgen. Und damit wäre man zumindest schon mal in der Lage, dann zu erkennen, Mensch, ist mein System in einem guten Zustand oder werden da gerade Angriffe gefahren? Das dritte, was das NIST dann sagt, was dazu gehört, ist die Recovery. Das heißt, Maßnahmen zur Wiederherstellung des sicheren Zustandes. Wenn Sie einen Angriff erkannt haben, benötigen Sie eine Möglichkeit, dann wieder den sicheren Zustand herzustellen. Wir brauchen aber noch was anderes, nämlich zusätzlich einen Security Service, der es mir irgendwie ermöglicht, die Geräte neu zu konfigurieren und abzudaten. Das ist hier auf der Slide jetzt als Remote Maintenance dann dargestellt.
Wir haben das solche Detection- und Recovery-Management auch in Innovationsprojekten in den sicheren Hardware Root of Trust von SoCs eingebaut und implementiert. Auf diesem Weg können wir dann erkennen, wann ein Angriff erfolgt ist und so hoffentlich dann auch reagieren, bevor die gesamte Anlage infiziert wurde. Und zum anderen können wir dann auch kompromittierte Geräte wieder in einen sicheren Zustand versetzen. Man muss leider immer davon ausgehen, dass trotz aller Erkennungsmechanismen man die Angriffe erst dann erkennt, wenn schon einige Geräte kompromittiert wurden. Ja, wie kann sowas aussehen? Hier sehen wir jetzt, wie solch ein Gerät grundlegend aufgebaut sein kann, welche Technologien dabei eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die entscheidenden Mechanismen physikalisch isoliert sind und unabhängig vom Betriebssystem des Geräts laufen. Also es gibt dann einen Teil, wo das implementiert wurde und einen kundenspezifischen Teil, in dem der Kunde seine Software und seine Dinge laufen lassen kann. Was wir hier sehen, ist jetzt eine Hypervisor-basierte Implementierung. Die Detektion und die Recovery-Mechanismen werden auf einem der Cores des Stocks implementiert. Und da laufen unter anderem Data Collection und auch die Anomaly Detection Software drauf. Um das möglichst klein zu halten, den Trusted Computing Anteil, weil das natürlich auch Kosten verursacht, werden hier alle Kommunikationsracks, Treiber und so weiter über den normalen User Space abgehandelt und die Netzabbindung des Gerätes wird genutzt, um damit einen Trusted Service in der Cloud zu kommunizieren. Jetzt können wir hier beliebig tief in die einzelnen Details reingehen. In Anbetracht der Zeit wollen wir uns nochmal ein paar wenige kurz anschauen. Grundvoraussetzung für das Wiederherstellen so eines Systems ist immer, dass man jederzeit nach dem Reboot in ein Trusted State zurückkehren muss. Und was wir hier sehen auf der rechten Seite ist, wie das ungefähr ablaufen kann. So ein Recovery-Image ist dann grundsätzlich schreibgeschützt und im vertrauenswürdigen Bereich des Fox abgelegt. Und das Image kann auch nur dann verändert werden, das ist ganz wichtig, wenn die Netzwerkverbindung des Gerätes disabled ist. Mit diesem Recovery-Image können Sie eine Verbindung zu einem Trusted Service herstellen und das Device dann im Prinzip bei Bootstrapping wieder in einen funktionalen Zustand überführen. Dabei sind dann natürlich viele Details zu beachten, damit das auch sicher abläuft. Dafür wäre heute aber der Rahmen, glaube ich, hier, ja, passt es heute in diesen Rahmen zeitlich. Wichtig ist aber jedenfalls, dass man mitnehmen muss, es gibt ja eine Möglichkeit, das Gerät wieder in einen vertrauenswürdigen Zustand zurückzuversetzen. Die Frage ist jetzt, was machen Sie, wenn das Gerät kompromittiert wurde, aber die Netzwerkverbindung nicht funktioniert und zum Beispiel von außen kein Reboot getriggert werden kann? Dafür benötigt man einen sogenannten Watchdog-Timer, der beim Booten auf den Geräten aktiviert wird. Und wenn dieser Timer abläuft, wird das Device automatisch rebootet und läuft in diesen Recovery-Modus rein. Jetzt wollen wir natürlich im Regelbetrieb nicht, dass der Timer abläuft, weil dann würde die Anlage stillstehen, weil das Device rebootet. Und deshalb wird der Timer durch ein Keep-Alive-Signal dann von außen vom Trusted Service resettet. Bleibt dieses Signal aus, was natürlich kryptografisch geschützt ist, also signiert und auch mit einem Freshness-Value dabei, dann wird der Timer ablaufen und automatisch das Gerät dann wieder in den Recovery-Modus versetzen. Das heißt, wir können frühzeitig erkennen, dass ein Gerät, also das sind jetzt Maßnahmen genau zum Recovery von den Devices. Die Frage ist, wie können wir jetzt erkennen, ob ein Gerät überhaupt infiziert wurde und wie können wir verhindern, dass der Schaden an andere Geräte weitergegeben wird frühzeitig. Die Grundlage ist dafür, wie für alles heutzutage, Daten. Es werden dann während der Laufzeit des Gerätes statistische und deterministische Eigenschaften analysiert und daraus Daten gewonnen. Das kann zum Beispiel die Regelmäßigkeit der Verbindung zu diesem Trusted Service sein, aber auch bestimmte Hardware-Performance-Counter. Und entscheidend ist, dass die Daten natürlich in einem vertrauenswürdigen Bereich des SoCs gesammelt werden, damit dann der Angreifer diese Daten nicht manipulieren kann, die die Grundlage bilden für alle nächsten Schritte. Und der entscheidende nächste Schritt ist dann die Auswertung dieser Daten. Das kann entweder lokal auf dem Edge-Device oder aber auch in der Cloud passieren. In der Regel werden dabei Machine Learning-basierte Ansätze dann auch verwendet. Ein Beispiel kann man sich vorstellen, zum Beispiel das Hardware-Performance-Counter direkt auf dem Edge-Device unter Einsatz von sogenannten Lightweight-Machine Learning-Algorithmen auf Anomalien überprüft werden. Wenn eine Anomalie erkannt wird, wird der Alarm geschlagen und vielleicht das Device dann wieder in den sicheren Zustand versetzt. Und die Cloud wird in der Regel dafür genutzt, dass man wirklich eine Vielzahl von Geräten, eine ganze Anlage, eine Flotte von Devices überwachen kann. Man kann das hier auf der Folie sehen. Der Großteil der Geräte ist hier noch wirklich ein Zustand, der als normal angesehen wird. Und es gibt aber ein paar Geräte, die sich quasi außerhalb des definierten Zustands bewegen. Und so könnte man jetzt frühzeitig erkennen, dass zum Beispiel in einer Anlage eine Malware eingeschleust wurde und dann nach und nach mehr Geräte sich außerhalb dieser gestrichelten Linien befinden. Genau, wir haben jetzt schon ganz viel von der Cloud gesprochen. Da gibt es dann sogenannte Trusted Services. Da gibt es eine Vielzahl von. Auch das würde jetzt zu weit führen heute. Aber ganz wichtig ist natürlich ein Update-Management, haben wir heute schon gehört. Also ich muss Firmware-Updates sicher machen können. Ich muss die Devices konfigurieren können. Und ich muss vor allem natürlich das Recovery-Management dann
dort stattfinden lassen. Ja, wir haben das Ganze prototypisch implementiert, die Kollegen. Sie können gerne unseren Showroom besuchen, den virtuellen Showroom. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in den letzten 2 Jahren keine Messen hatten, haben wir einen virtuellen Showroom aufgebaut, der wirklich, ja, wirklich super geworden ist. Haben wir, glaube ich, vorher gar nicht so gedacht, dass es so gut wird und auch so viel genutzt wird. Showroom.nxp.com. Da gibt es eine Vielzahl von Demonstrationen und auch Infosessions, Videos zu unseren Technologien und unter anderem eines zu diesem Cyber Resilience Thema, wo die Kollegen erklären dann, wie sie das, was ich eben besprochen habe, auf einer unserer IMX-Plattformen implementiert haben. Das Ganze läuft dann mit einem Service von AWS und dem Curator von IBM Security als Management-System. Und dort gibt es unter anderem Videos dann von unseren Security-Architekten, die Ihnen die Details dazu gerne erklären. Und damit bin ich, glaube ich, auch schon am Ende meiner Zeit angelangt, wenn ich das sehe. Und verweise einfach nochmal auf den Showroom, also gerne dort einmal reinklicken und sich durch die Welt der Technologie dort einmal durchklicken. Vielen Dank für den Impulsvortrag. Ich schaue gerade mal wieder in den Chat, ob es inzwischen Fragen gibt. Bisher sehe ich keine. Ich würde dann aber einfach die Gelegenheit nutzen, solange da keine Frage kommt, dass ich selber mal die Chance ergreife, eine kurze Frage zu stellen. Insbesondere zu der Anomalieerkennung. Ich stelle mir relativ schwer vor, dass man ja immer gewisse False-Positive-Raten hat. Und selbst wenn die jetzt sehr gering sind, wenn ich dann automatisiert das Device resette und in sicheren Zustand bringe, bedeutet das ja auch einen Ausfall hinsichtlich der Verfügbarkeit. Gibt es da Überlegungen dazu, inwiefern das denn wirklich realistisch eingesetzt werden könnte oder ob ich dann nicht immer durch selbst nur sehr gelegentliche Fehlalarme immer temporäre Ausfälle dann hinsichtlich der Verfügbarkeit bekommen könnte? Ja, das ist genau der springende Punkt. Natürlich gerade bei Industriesteuerung ist natürlich Verfügbarkeit alles, geht auch über alle anderen Werte, meistens der IT-Security. Da hat man schon gesehen, dass die Prioritäten sich da umkehren in ganz vielen Bereichen. Man wird sicherlich so ein System dann nie nur basierend auf einer Anomalieerkennung von einem einzelnen Edge-Device komplett stoppen. Das heißt, dort wird sicherlich eine Vielzahl von Erkennungsmechanismen laufen müssen, zum Beispiel dann auch das Zusammenspiel vielleicht aus der Cloud und aus dem einzelnen Edge-Device, wenn man sagt, Mensch, alles sieht gut aus, nur ein Device meldet hier gerade eine Anomalie. Das muss man beobachten, aber nicht sofort den Stecker ziehen an der Stelle. Das ist aber sicherlich ein Problem, wo es auch weitere Forschung aus meiner Sicht zu braucht, weil einfach immer die Frage ist, ja, was ist der Threshold nachher? Ne? Also es ist ja nicht digital in dem Sinne, sondern es gibt irgendwie einen Threshold, den ich einstelle, wie auch bei anderen Verfahren. Und das ist sicherlich ein Knackpunkt, den man sich anschauen muss und wo auch vielleicht auch die Schmerzen noch größer werden müssen, bevor man größere Dinge akzeptieren wird in der Industrie. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Also das wird da sicherlich auch immer eine Business-Abwägung sein, wenn die Schäden größer werden und es dann doch mal billiger ist, die Anlage für 10 Minuten still zu stehen. Kommt auf an, was Sie haben. Wenn Sie einen Hochofen haben, den werden Sie nicht anhalten, mal kurz. Wenn Sie was haben, was Sie für eine halbe Stunde wieder am Laufen haben, dann sieht es wieder anders aus. Aber ist sicherlich ein relevanter Punkt, absolut. Vielen Dank. Dann sehe ich bisher keine weiteren Fragen und wird mit Blick auf die Uhr, wir sind sehr genau im Zeitplan, auch direkt zum letzten Vortragenden übergehen. Der Leopold ist Head of Advanced Engineering bei der ITEMIS AG. Dort unter anderem für die Cybersecurity-Themen im Kontext Automotive und IoT zuständig und wird uns jetzt einen Impulsvortrag geben zu IoT-Security-Herausforderungen in der Produktentwicklung und dem Lifecycle-Management. Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ich hoffe, man sieht die erste Slide bereits, dass die Technik klappt. Worum geht es? Es geht um IT-Security, IoT-Security, ist die Frage, der Joke, das S in IoT steht für Security. Die Frage ist, wie gut wird das heute adressiert im IoT-Bereich? Und vorhin wurde es bereits erwähnt, also man kann den Automotive-Bereich als Sonderfall von IoT betrachten. Und das werde ich an der Stelle auch tun, einfach um zu zeigen, wo die Reise hingehen kann, weil im Automotive-Bereich hat sich hier in den letzten Monaten einiges getan.
Kurzer Status quo, wo wir heute stehen. Dann die Frage, kann Automotive Security ein Blueprint sein für generelle IoT Security? Ich gehe dann insbesondere auf die Lifecycle Challenges ein. Also wie verändert sich das Security-Verhalten oder die Angreifbarkeit eines Devices im Lifecycle? Und hier muss man ja sehen, dass Automotive mit einer Lebensdauer von 10, 15, 20 Jahren wirklich einen Sonderfall darstellt. Handys wird man in der Regel nicht so lange betreiben. Und Gott sei Dank gibt es auch schon ein paar Ideen, wie man das Ganze lösen kann. Da gehe ich dann auch drauf ein. Zwei, drei Sätze zu ITEMIS. Wir sind im Bereich der IT-Beratung unterwegs, machen hier sehr viel modellbasierte Projekte, haben aber auch einen Teilbereich, wo wir uns Produkte angucken. Und da gibt es eben unter anderem ein Tool, was sich mit der Erstellung von Taras beschäftigt. Also wer Safety kennt, der ist vielleicht mit dem Begriff Hara vertraut. Da geht es um Hazards und hier geht es eben um Threats, so Threat Analysis and Risk Assessment. Und es ist eigentlich auch der Kern der Aktivitäten im Lifecycle Management. Also absolute Security habe ich sowieso nicht. Das heißt, ich will nur wissen, welchem Risiko ich ausgesetzt bin und will das Risiko in einem Bereich halten, den ich akzeptieren kann. Wir arbeiten in dem Kontext mit vielen verschiedenen Kunden zusammen, sowohl aus dem Automotive-Bereich, aber eben auch aus dem Nicht-Automotive-Bereich, wie man unten links sieht. Wie ist es jetzt um die IoT Cyber Security bestellt? Da kann man vielleicht unterschiedliche Ebenen betrachten. Da gibt es zum einen die Firmen, die, sag ich mal, IoT-Devices herstellen. Das sind ja Unternehmen, Enterprises, und die haben auch eine Enterprise-IT. Das heißt, die speichern Daten und die haben auch sowas wie eine E-Mail und da sind die meisten eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Und dann gibt es aber auch den Bereich der Operations-IT. Das ist der Bereich immer Produktion, Herstellung. Da hatten wir gerade ein ganz gutes Beispiel aus dem Ransomware-Szenario. Ja, solche Produktionsanlagen können angegriffen werden und das kann dann schon wehtun. Und dann gibt es aber auch noch einen dritten Bereich. Das ist, wenn ich selber Produzent von IoT-Produkten bin, wie viel Wert lege ich denn darauf, dass ich die IoT-Produkte, die ich ausliefere, auch schütze gegen Angriffe? Das ist ein etwas anderer Aspekt. Auch hier gibt es Beispiele aus den letzten Monaten, wo man sieht, dass sowas schiefgehen kann. Gehe ich jetzt auch nicht im Detail drauf ein, aber in allen Fällen ist es so, dass man sicherstellen muss, dass die eigenen Produkte eben secure sind, aus Cybersecurity-Sicht. Und wenn sie das nicht sind, sollte man in der Lage sein, die Security anzupassen. Ja, und wenn man das nicht kann, kann das eben dazu führen, dass man komplette Produktlinien einfach aus dem Markt nehmen muss, weil man sie nicht in dem unsicheren Zustand beim Kunden lassen kann. Ja, also wenn Sie im Medizinbereich denken oder auch Automotive-Bereich, das ist einfach nicht akzeptabel, dass hier unsichere Devices draußen zu finden sind. Zurück zu dem Sonderfall Automotive. Ja, Automotive heute als Connected Devices sind letztlich IoT-Devices, auch wenn das OEMs wahrscheinlich nicht so ausdrücken würden. Aber das sind fahrende Computer mit entsprechender Verbindung ins Internet über Bluetooth, über WLAN, über 3G, 4G und jetzt 5G. Das heißt, man hat ja ein Device, was von außen erreichbar ist und auch mit anderen Devices spricht. Und da ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert. Da gibt es neue Normen, und zwar nicht nur neue Normen, die zwar auf dem Papier gefährlich aussehen, aber es sind in Wirklichkeit nicht sind, sondern letztlich Normen, die Handlungen erzwingen, und zwar sehr konkrete, sehr intensive Handlungen, um einfach im Geschäft bleiben zu können. Ja, man muss das so krass ausdrücken. Von der UNECE gab es hier Bewegungen, die letztlich zu zwei UN-Regulations geführt haben, der UN-Regulation 155 und der UN-Regulation 156. Auf die 56er gehen wir heute nicht ein. Da geht es letztlich um Software-Update-Management, was extrem wichtig ist, wenn ich reagieren möchte auf Vulnerabilities. Aber im ersten Schritt geht es darum, dass ich nachweisen muss, dass ich ein sogenanntes CSMS, Cyber Security Management System, eingeführt habe.
Und im Rahmen dieser CSMS-Aktivitäten muss ich eben dann auch nachweisen, dass ich mich mit der Cybersecurity meiner Produkte beschäftigt habe. Wenn ich das nicht tue, das heißt, wenn ich das nicht nachweisen kann, dann ist das nicht irgendwie eine Lappalie, die ich gegen eine kleinere Strafgebühr sozusagen ausbügeln kann, sondern dann kann ich keine Fahrzeuge mehr zulassen. Und das ist der Worst-Case-Szenario. Ich habe ein Fahrzeug entwickelt und bekomme es vorher später nicht zugelassen. Das heißt, das hat höchste Aufmerksamkeit im Management und auch operativ. Ja, und es ist so, dass in einem ersten Schritt, nur um eine Idee von der Timeline zu bekommen, ich für neue Fahrzeuge dieses bis Sommer diesen Jahres nachweisen muss und für Legacy-Fahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die ich bereits im Bestand habe, aber immer noch verkaufe, bis zum Sommer in 2 Jahren. Und das ist nicht viel Zeit. Das ist vor allem dann nicht viel Zeit, wenn ich weiß, was da alles für Arbeit dahinter steckt. Im Rahmen der Session kann ich nicht in alle Details reingucken. Ja, ich möchte nur kurz zeigen, hier ist so ein Überblick über die ISO SAE 21434, die letztlich über einen Verweis Teil der UN Regulation 155 ist. Da steht also drin, was konkret zu tun ist. Und da möchte ich vor allem auf den rechten Teil hinweisen, der deutlich macht, dass das Ganze viel mehr Dynamik hat, als wir das vielleicht aus dem Safety-Umfeld kennen. Ja, wenn ich Safety-Analysen machen wir schon regelmäßig, also HARAs, damit sind alle OEMs vertraut, aber jetzt bei den TARAs ist das so, die mache ich eben nicht nur einmal und tue sie dann in die Schublade, sondern da sich die Bedrohungslage jeden Tag ändern kann, muss ich auch jeden Tag in der Lage sein, diese Threat Analysis and Risk Assessment, sehen wir hier auf der rechten Seite, Clause 15, jederzeit zu wiederholen und das für alle meine Fahrzeuge einschließlich aller Varianten. Und das ist von der Aufgabe her eine andere Hausnummer als das, was man bisher im Safety-Bereich getan hat. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo diese Hauptchallenges liegen im Automotive-Bereich und wie gesagt, man sieht das so als Blueprint, ja, das wird auch auf viele andere IoT-Gerätehersteller zutreffen, ob das im Medical-Bereich ist oder im Smart-Home-Bereich oder im Industrial-IoT-Bereich. Wenn wir hier uns 5 Punkte angucken, 4 von den 5 finden Sie wahrscheinlich überall und ob der 5. dann auch gilt, das kommt dann im Einzelfall drauf an. Was sind diese 4 Punkte? Komplexität. Dann habe ich einen höheren Ressourcenbedarf, weil ich das ganz einfach viel häufiger und für alle meine Produkte machen will. Ich habe oft Herstellungssysteme, wo ich nicht alleine im Driver Seat bin, sondern ich arbeite mit Partnern zusammen. Das heißt, ich habe hier ein mehrstufiges Konstrukt, Wertschöpfungskonstrukt. Und da muss ich eigentlich alle mit einbeziehen. Über die hohe Dynamik habe ich gerade schon gesprochen. Das heißt, Gefahrenlagen können sich jeden Tag ändern. Und wenn es blöd läuft, führt eben eine Veränderung in einem Produkt auch zur Notwendigkeit der Rezertifizierung. Das heißt, ich muss vielleicht so eine Tara nicht nur für mich machen, sondern ich muss sie dann gleich so machen, dass ich sie für den Rezertifizierungsprozess verwenden kann. Wenn wir da jetzt reingucken, highly complex systems, es ist allen klar, dass so ein Fahrzeug einfach aus ganz vielen Komponenten besteht, die miteinander interagieren, hat immer mehr Software, es gibt unheimlich viele Varianten und da kann ich einfach nicht mit Bauchgefühl arbeiten, sondern ich muss wirklich wissen, wie diese Komponenten miteinander interagieren, um sagen zu können, ob eine Vulnerability in einem Bluetooth-Chip zum Beispiel, ob die mich betrifft oder nicht betrifft. Resource Demand wird auch dadurch getriggert, dass ich jetzt im Falle Automobil nicht mehr so viel Entscheidungsfreiheit habe, ob ich sage, irgendwas ist security relevant oder nicht. Hier ist ein Überblick, das ist aus Annex D, der ISO 21434. Also wenn Sie ein EE-System haben und das ist irgendwo mit einer Netzwerkkomponente verbunden und per Definition ist das ja bei allen IoT-Geräten so, dann müssen Sie eigentlich eine Security-Analyse durchführen. Das heißt, man kann nicht sagen, ah, das ist jetzt nur ein Navigationssystem, da wird schon nichts passieren. Ja, wenn das Navigationssystem im Fahrzeugnetz hängt, dann hängt es
indirekt vielleicht auch am Brems- oder am Lenksystem. Und damit kommen sie aus der Kiste nicht mehr raus und sie müssen Taras durchführen und eben nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Dieses Multi-Tier-Ökosystem, dass ich eben Komponenten zukaufe, ist auch wichtig. Das ist auch deshalb wichtig, weil zur Beurteilung des Risikos muss ich zwei Dinge betrachten. Ich muss betrachten, welche Schäden können passieren oder eintreten, wenn ich einen Security Breach habe. Das können die, sag ich mal, Markenverantwortlichen, die das Produkt verkaufen, in der Regel noch ganz gut. Ich muss aber auch wissen, wie konkret ein Gerät angegriffen werden kann. Und dazu ist es oft notwendig, den inneren Aufbau dieser Subkomponenten zu kennen. Und das wissen oft nur die Zulieferer. Das heißt, hier muss es zu einem Datenaustausch kommen, Informationsaustausch. Und das ist bisher nicht etabliert, wie sowas rechtlich, technisch erfolgen kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel auch Firmengeheimnisse preisgibt. Dass das Ganze sehr dynamisch ist, haben wir auch schon gelernt. Auf der einen Seite kann es diese aktiven Attacken geben von außen. Was aber jeden Tag passiert, ist, dass neue Vulnerabilities gefunden werden. Vielleicht eine Vulnerability in einem Bluetooth-Stack. Und ich weiß, in meinen Produkten wird Bluetooth verwendet. Und dann muss ich eigentlich in kürzester Zeit in der Lage sein, einschätzen zu können, wie stark mich das betrifft. Steigt dadurch mein Risiko? Steigt es nicht? Vielleicht steigt sogar bis zu einem Punkt, wo ich nicht mehr bereit bin, das Risiko zu akzeptieren. Und dann muss ich handeln. Und um das entscheiden zu können, muss ich sehr schnell, sehr gut verstehen, was ja eigentlich der Impact ist. Ja, und die Rezertifizierung, das ist so ein Sonderproblem. Also wenn ich dann tatsächlich viel an meinem Produkt ändern muss, weil ich reagiert habe auf eine Vulnerability, dann kann es sogar dazu kommen, dass ich ein Produkt rezertifizieren muss. Das ist aber für die meisten noch Neuland. Wir werden sehen, wie oft das in der Praxis tatsächlich passiert. Aber das ist durchaus möglich und wird mit Sicherheit auch vorkommen. Was kann man jetzt dagegen tun? Naja, was immer hilft, um diese Komplexität zu managen, ist einen modellbasierten Ansatz zu fahren. Also nicht nur Excel-Listen zu betreiben, sondern wirklich zu verstehen auf Modellebene, wie Komponenten, Connections, Datenströme miteinander verbunden sind, um einfach Impacts besser bewerten zu können. Und damit man diese Komplexität auch managebar machen kann vom Interface her, ist es auch immer eine gute Idee, hier vernünftiges Tooling zu verwenden. Da ist in den letzten Jahren glücklicherweise viel passiert. Und da gibt es andere Anbieter, aber Itemis ist auch einer von den Anbietern von den Tara-Tool. Und wir haben uns glücklicherweise schon die letzten 6 Jahre damit beschäftigt. Deshalb haben wir da mittlerweile einen ganz vernünftigen Stand erreicht. Ja, was kann man da tun? Mal gucken, wo man da steht. Wo steht man bei der Enterprise-IT oder vor allem auch, wo steht man jetzt bei der eigenen Produkt-Security? Wer ist verantwortlich? Rausbekommen, gibt es Handlungsbedarf, gibt es keinen Handlungsbedarf und dann sollte man die ersten Schritte einleiten. Wie gesagt, im Automobilbereich sorgt gerade die Gesetzgebung dafür, dass das passiert. In anderen Bereichen gibt es auch noch sehr viel Eigenverantwortung. Ich denke, damit ist die Zeit rum. Der Vortrag ist auch rum. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank. Und ich gucke gerade mal in den Chat, ob es noch Fragen gibt. Ich denke, wir hätten noch Zeit für eine kurze Frage. Sehe ich gerade nichts. Dann würde ich sagen, haben wir eine Punktlandung geschafft. Und ich bedanke mich bei allen Speakern, die so diszipliniert waren und es wirklich geschafft haben, die komplexen Themen in so kurzen Impulsen rüberzubringen. Ich fand es jetzt eine sehr spannende Mischung. Ich glaube, wir haben auch gesehen, dass man Security auf unterschiedlichsten Ebenen angehen kann und muss. Ich denke, dass alle ja auch sicherlich im Nachgang auch noch zur Verfügung stehen, wenn es da noch Fragen gibt, dann einfach entsprechende Mail an die Speaker schreiben und dann wünsche ich allen jetzt noch eine schöne restliche Veranstaltung und noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Teilnehmen.